Willkommen, ihr Lieben, zu einer Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Nach einer Woche echt einen harten Motivationsproblem schaffe ich es immerhin, mich nochmal hinzusetzen und noch eine Videofolge für euch zu machen von der aktuellen Liga. Also sagen wir mal so wie es auch im Titel steht, Haken dran und weitermachen. Also das war nicht unsere Woche in allen drei Clans, nicht wirklich. Bei Free-to-Play ging es noch gerade so, aber hier bei den Herausforderern, das erste Mal in Champion 2, sind wir doch ziemlich hart durchgereicht worden, muss man sagen. Ich meine, wir haben uns jetzt auch nicht vorgestellt, dass es ein Zuckerschlecken wird hier. Ich habe mich gleich am ersten Spieltag wirklich frustrierend hier rausnehmen lassen und habe dann die Woche über tatsächlich auch viele Angriffe verpasst, zwei Tage lang mit fast allen meinen Charakteren, vor allen Dingen da, wo ich nicht tauschen konnte. Hier bei den Herausforderern konnte ich ja wenigstens noch tauschen. Da hatten wir noch ein oder zwei 16er im Petto, damit wir auch wirklich dann only 16 hier ankämpfen können. Aber es ist wirklich eine unheimlich schwere Woche gewesen. Wir sind jetzt im letzten Spieltag. Ich habe auch gestern überhaupt das erste Mal nach einer Woche auch gestreamt. Ich hatte also wirklich meine Clash of Clans Motivation war schon ziemlich niedrig. Lag sicherlich auch daran, dass wir natürlich 6 Tage mal was ganz, ganz anderes gespielt haben in Masse oder oder hauptsächlich. Aber dennoch, Zeiten sind auf jeden Fall vorbei, wo Clankriege hier in der Liga so mit 28, 29 beendet wurden. Und wer 30 Sterne geholt hat, der war schon gut, sagen wir mal so. Und jetzt knacken die Leute hier oder knabbern hier fast alle Clans immer oder sehr, sehr viele Clans echt am Perfect War. Und also locker mit über 40 Sternen. Und das ist dann schon ziemlich heftig. Wir sind eine gute Truppe, das muss ich ganz klar sagen. Also wir sind nicht umsonst nach Meister 2 aufgestiegen. Das hatte schon seine Berechtigung, aber für Meister 2 jetzt in der aktuellen oder laufenden Saison fehlt einfach so ein bisschen vielleicht auch die Übung. Ich bin ja jetzt nicht so einer, der wild 25 Stunden lang einen Creature Schlalo übt und ihn dann irgendwann perfektioniert hier auf den 16er hinbekommt, aber dennoch ist das Ganze, es ist immer noch ein Spiel, Leute, es ist immer noch ein Spiel, da müssen wir auch dran denken, aber das Ganze wird nicht einfacher. Trotzdem haben mich ein paar Sachen bei Clash of Clans eigentlich wirklich sehr erfreut, komme ich aber gleich zu. Ich werde euch gleich auch 2 Live-Angriffe zeigen von mir. Die Folge wird also etwas länger, jetzt auf Mittwoch. Ich bin vor euch heute Abend nicht im Stream, denn wenn ihr diese Videofolge seht, bin ich hoffentlich schon irgendwo im Niedersächsischen hinter Hannover irgendwo und hole ein Auto ab. So mein Plan, ob das so klappt, weiß, kann ich euch am heutigen Tag noch gar nicht sagen. Das hängt ganz von der Deutschen Bundeswahl mal wieder ab. Aber die ICEs, glaube ich, haben dann schon so ein bisschen ihre kleine Pünktlichkeit, sagen wir mal so. Und jetzt so mitten in der Woche, da ist auch nicht so viel erwartet wie natürlich an einem Wochenende oder in den Ferien. Also ich sehe das Ganze geschmeidig. Ich werde euch auf jeden Fall unterrichten, ab Donnerstag dann wahrscheinlich schon. Denn aus der anderen Zentrale, wo ich ab und zu mal streame. Und dort habe ich auf jeden Fall 1-2 Streams geplant. Am besten guckt ihr bei mir im Discord auf den Streamplan oder aber, wenn ich dort tippe, Leute, ich bin jetzt kurzfristig mal live für ein paar Stunden. Das ist so das Einfachste, aber auf jeden Fall habe ich das wieder im Plan, einfach wieder ein bisschen Luft, denke ich mal, dann können wir wieder ein bisschen ganz gesellig clashen, abseits Liga, CW habe ich natürlich auch gar nicht gespielt hier, wir haben ja eigentlich auch immer ganz gerne ein CW neben der CWL gespielt in einem Plan, aber also ich habe es diesmal gar nicht gemacht, gehen mir natürlich ein paar Ärzte bei Flöten, aber irgendwann kommt diese Situation, da gehen dir halt Ärzte flöten, ist halt mal so und dann kannst du auch nicht mehr alles mitnehmen mit vielen Accounts, je nachdem, wer wie viel bespielt. Sanchez hier, das ist auch nicht sein einziger. Und wir gucken mal hier in den Kriegstags rein. 3 Sterne für den Gegner, 2 Dreier für uns. Und insgesamt werden wir hier derbe durchgereicht mit 239 Sternen, obwohl wir vielleicht noch was holen können. Aber auch der Clan Tabitz da unten hat jetzt schon 14 Angriffe mit 35 Sternen. Das heißt, sie können also auch wieder knapp an der 40 Sterne-Marke kratzen, also mit 38 Sternen. Und ich glaube, das Rennen ist vorbei. Da müsste Baba Clan da unten auch noch mal ziemlich hoch verlieren, was ich jetzt vielleicht sogar glaube, dass sie noch mal verlieren, aber auf 274 Sterne
werden wir nicht kommen, selbst mit Bonus, denke ich mal. Das ist ein bisschen Utopie. Oder 261 Sterne müssen wir haben. 261 Sterne, 10 Sterne werden wir gewinnen. Und Tabitz verliert, bleibt also dort. Dann haben wir 200, also ich spiele jetzt mal so um 49, dann fehlen aber immer noch locker 10, 11, 12 Sternchen. Und die müssen wir dann mit Sternen rausholen. Also ich sehe das. Ihr werdet es ja sehen in den Livestreams, gehe ich sicherlich mal wieder hier drauf ein. Aber lass mal eben zu Free-to-Play rüberspringen. Ich gehe mal auf den Avatar. Da sieht das gar nicht, da sah das aus zu Anfang sehr, sehr mau auf. 30er CWL hier in Meister 3 auch das erste Mal. Wir sind letzte Saison aufgestiegen. Nicht, dass ich euch da was Komisches erzähle, aber wir sind letzte Saison aufgestiegen nach Meister 3. Und natürlich wird es nicht einfacher. Das mussten wir auch feststellen. Vor allen Dingen unten mit Zwölfern kannst du hier fast schon nicht mehr bestehen. Also bestehen schon, aber es ist dann schon bockschwer. Und der Spieltag hier, okay, der sieht ganz anders aus als alle anderen. Aber ihr seht auch da mit 20, 21 Angriffe beim Gegner. Vielleicht gewinnen wir diesen Spieltag noch. Das ist der Gegner, glaube ich, der gerade so über uns steht, ja. Aber ich denke mal, wir halten auf jeden Fall die Liga. Aber mit Ach und Krach kann ich euch sagen, Leute. Also 13, 14, 15, 16 ist hier, wenn wir eine 30er spielen, Pflicht. Da kannst du keine 12er mehr mitnehmen, muss man ihrerweise wirklich so sagen. Und ich meine, wir hatten noch. Nee, wir sind kleine 13er, wir sind ja keine Zuhörer, kleine 13er. Aber der Spieltag ist auch eher die Ausnahme, kann ich euch sagen, mit dem 10er hier und einem 9er da. Da sahen die anderen Tage anders aus. Aber wie gesagt, wir haben zwei Stück gewonnen, was auch in Ordnung ist oder was nett ist, so will ich es mal sagen. Und einige Angriffe haben wir gestern schon gesehen. Den von Ramses haben wir noch nicht gesehen. War irgendwas? Okay, es war was. Toll. Es war was. Okay, zweimal Sanchez. Wie das? Achso, der mit 2Z, der mit 3Z. Okay. Schade auch, Leute. Echt schade. Wie ärgerlich. Naja, muss ich euch den vom Monster zeigen. Gab wohl eine kleine Wartung. Aber ich, ja, achso, das war das kleine Durchladen eben, ne? Als ich Clash of Clans gestartet habe. Okay, das war das kleine Durchladen. Gucken wir mal, was Monster hier gemacht hat. Mit Golem. Okay. Cool. Lange nicht gesehen, die Grünen oder die Dicken oder die Steinigen, je nachdem, wie ihr es nennen wollt. Weiter Weg hier für den Lock-Launcher Richtung Rathaus. Aber schönes Kampfholz, würde ich sagen. Ne? Wirklich schönes Kampfholz. Schön die Bodentruppen alle immer schön mit eliminiert. Und man glaubt es kaum. Ich habe da gerade einen geworfenen Giftzauber gesehen, oder? War es echt so? Oder habe ich da gar keinen Giftzauber gesehen? Ah ne, ich habe gar keinen Giftzauber gesehen. Das müssen die Hexen da regeln. Mit den beiden Super-Minions. Und, aber die Tanks hier tanken richtig gut. Leute, mit Golems echt schon lange nicht mehr gesehen. Die Tanks oder überhaupt, dass die im Rathaus 14, 15, 16 Bereich mal gespielt werden. Freut mich, das freut mich. Die sind natürlich auch nicht ganz so anfällig da vom Rathausgift. Ganz klar, durch die Menge an Trefferpunkten verlieren die recht wenig. Und schöner Angriff, schöne Attacke hier mit den Hexen. Jetzt platzen die allerdings auch auf. King wird jetzt aber auch erst sehr, sehr spät gezündet. Queen mit Eispfeil, sehr schick. Brauchst auch keinen, ja, da braucht man dann vielleicht gar keinen Headhunter mehr. Weil die Queen natürlich auch die gegnerischen Truppen einfriert oder leicht friert. Oder ist das einfrieren? Ja, ne? Ist einfrieren. Und dann ist das hier eine schöne Attacke. Jo, kann ich euch gar nicht mehr zeigen. Okay, muss mal gucken, was ich euch heute Abend zeige. Mit heute Abend meine ich Dienstag. Ich will die Liga so ein bisschen mit euch ausklingen lassen. Und auch noch mal ein bisschen, ein, zwei Stunden streamen, bevor ich dann am Mittwoch ein bisschen wegfahre. Und aber ich habe auch die ganze Woche Urlaub genommen. Deswegen, weil ich auch noch ein bisschen mehr zu tun hatte, privater oder im Privaten einige Sachen regeln. Und deswegen habe ich mir gleich die ganze Woche Urlaub genommen, weil nur den einen Abholtag, das hätte es überhaupt nicht gebracht, dann hätte ich den Arbeitsstress noch nebenher noch gehabt. Hätte dann meine, sage ich mal, privaten Dienstwege auch gar nicht machen können, weil auch das braucht immer ein bisschen Zeit. Und aber schön gemacht. Der Angriff hier mit Golems, Leute. Was mich wirklich freut, habe ich auch eben schon gesagt,
ist die Tatsache, dass ich jetzt gleich live mit euch noch einen Angriff mache. Und zwar, also wir werden hier auf jeden Fall halten, habt ihr gesehen. Und Ende im Gelände. Und zwar mit Uschi und mit zwei Socken, also mit zwei Rathauselbern, die eigentlich fertig sind mit ihrem Dorf. Die müssen nur noch so ein bisschen forschen. Und hier bei Totus Bande war wirklich die Woche der Trauer ausgebrochen. Wir waren noch nicht mal mehr bereit, uns selber die Clanburgen zu füllen. Also wir haben die Clanburgen nicht mal befüllt. Selbst die Zeit haben wir nicht mehr genutzt, weil es hat überhaupt keinen Sinn hier gemacht. Aber wirklich mal gar keinen Sinn gemacht hier. Die ganze Woche nicht. Wir waren wirklich unterdimensioniert hier in dieser 30er. In der letzten Liga, ich habe nochmal nachgeschaut, haben wir eigentlich ganz gut noch mitgespielt. Das lag aber auch daran, dass wir unten noch viel höhere Rathäuser hatten. Denn dieses Mal hatten wir Rathäuser dabei, die haben so sehenswerte Namen wie Zed, Nick, Chief Alex, Uff, ja, Ludwig, Farnsworth, Donnerbengel 2. Bis dahin 10er und 9er. Das hatten wir natürlich in der vorherigen Saison nicht. Ich glaube, da waren wir unten vielleicht, wenn überhaupt mal, nur ein 10er. Danach ging es schon mit 11 los. Und mit 9er hier in der Liga hier, in der wir hier spielen, das ist ja auch Kristall 3, ist das auch schon fast schwierig. Eine 15er wäre hier besser gewesen und die anderen spielen da von mir aus woanders. Aber hier konnte ich halt auch nicht tauschen. Hier habe ich zwei Angriffstage nicht gemacht. Das sind natürlich massiv Sterne, die uns auch fehlen. Allerdings glaube ich, dass die auch nicht dazu beigetragen hätten, unbedingt jetzt an 365 Sterne zu kratzen, um hier die Liga mit Ach und Krach, muss man ehrlich sagen, mit Ach und Krach zu halten. Aber nichtsdestotrotz, dieser Spieltag hier sieht nochmal genauso schlecht aus wie alle anderen Spieltage auch. Allerdings nutze ich dann immer selber mit meinen Accounts tatsächlich mein Gegenüber. Der ist immer stärker als ich. Aber dann musst du halt diese Zwei-Sterne-Strategie irgendwo spielen und kannst wenigstens das üben. Es macht dann auch keinen Sinn. Das habe ich auch jetzt gesehen, hier bei uns, dass man irgendwo Sterne geil wird und unten als oder hier oben irgendwo als Rathaus 14er, hier unten ein Rathaus 10er zu zerstören, nur weil man Sterne geil ist. Das macht auch keinen Sinn. Alleine schon die Tatsache, dass ich hier nur 505 Erz bekomme und wenn ich hier oben mein Gegenüber angreife, ich überspitze das jetzt mal so und mache nur einen Stern, dann kriege ich schon mal gleich locker mehr als die Hälfte oder fast sogar die Hälfte, nicht ganz. Ja, muss man natürlich auch sehen, dass man dadurch ein bisschen Erze verliert, aber wie gesagt, Sterne vor Erze oder Erze vor Sterne, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das haltet, aber ich würde jetzt ganz gerne erstmal mit Uschi angreifen. Die Strategie Hybrid hat sich auf jeden Fall auf ziemlich viele Rathausstufen etabliert bei mir, muss ich ganz klar sagen. Ich gehe natürlich auch immer einen heftigen Weg, manchmal gegen Single Infernos oder Doppelsingle Infernos manchmal sogar. Und das birgt natürlich immer ein bisschen Gefahr, weil ich auch nur zwei Frost habe. Irgendwann ist natürlich vorbei mit der ganzen Frosterei. Und da muss mein Hybrid hier rein, gehe ich an den Adler ran, habe ich natürlich den weiteren Weg für meine anderen Truppen. Aber no risk, no fun, habe ich ja eben gesagt. Wenn ich es nicht probiere, dann weiß ich nicht, ob es funktioniert. Ja? Wenn ich nicht probiere, dann weiß ich nicht, ob es funktioniert. Also das ist natürlich ein Hit-Up hier jetzt auch von Rathaus 11 auf Rathaus 13. Okay, wir sind uns natürlich einig, dieser Rathaus 13er, ja, so richtig 13 ist der natürlich noch längst nicht. Ja, da ist noch viel kleineres Gedöns bei. Aber ich komme auf jeden Fall an den Adler ran. Das ist erstmal mal Ziel. Und dann gucken wir mal, was nachher aus der Clanburg rauskommt. Mal sehen, ob wir überhaupt Richtung Rathaus dann kommen. Und ich nehme noch mal einen Mauerbrecher hier rein, dass der vielleicht noch mal da reingeht. Jawohl, da geht es Richtung Adler. Sehr schön. Dann ist der schon mal weg. Also Adler weg ist schon mal so Richtung halbe Miete. Ne? Halbe Miete. Was ist jetzt der kleinere Weg? Der Weg hier über 9 Uhr oder eher der Weg jetzt über 3 Uhr? Das ist jetzt die Frage. Die Queen müsste ich natürlich noch mal wieder zurückdrücken. Das wäre ganz schick, dass die da nicht noch weiter geht. Das heißt, wir spielen hier jetzt schon unseren Hybrid. Und meine Queen. Oh, meine Queen. So, jetzt habe ich natürlich hier
Schwein im Rennen. Okay. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, Leute. Ich muss jetzt wirklich ein bisschen aufpassen. Hier auf meine Queen. Und hier in der Mitte auf die hier. Ich setze jetzt alles ein. Irgendwie muss alles fallen. Auch der Drache da, der darf nicht ganz so viel boosten. Meine Queen ist noch am Start. Kann auch gezündet werden. Das Rathaus fällt, Leute. Das Rathaus fällt. Ich meine, okay, war ein kleiner 13er. Der hat Scattershots, Leute. Der hat alles andere. Meine Magier schaffen den Superdrachen da hinten nicht. Nicht ganz. Das macht dann meine Queen wahrscheinlich jetzt gleich am Ende. Und habe außen aber auch noch ein paar Truppen am Rennen. Der Queen dann den ganzen Popo da wegbrennt, zünde ich die mal lieber. Ich habe gleich noch einen Hybrid für euch. Also wie gesagt, 11 auf Rathaus 12 oder auch auf Rathaus 13. Einen kleineren Rathaus 13, so nenne ich den hier mal. Ist durchaus möglich, macht durchaus Sinn. Und dann macht das Ganze auch Spaß. Klar, ein bisschen Sterne holen und hier die guten Hit-Ups zu spielen, macht natürlich auch super Laune. Keine Frage, aber nehmen wir mit hier. Und ich muss, glaube ich, mit zwei Socken exakt den gleichen machen. Habe keine Supermauerbrecher mehr. Uschi spielt auf jeden Fall die nächsten Clankriege wieder mit. Das heißt nicht, dass meine Motivation jetzt gewachsen ist, aber es passt irgendwo. Okay, nehmen wir zwei Socken hier mit rein. Auch ein Elfer, der komplett fertig ist. Also nur noch in der Spiele findet ein bisschen was statt. Ich hatte ganz vergessen jetzt. Genau, das fand ich natürlich sehr, sehr gut. Seit einer Woche gibt es hier ja für die Überfallmedaillen Sternerz, Glimmerz und Glanzerz, finde ich natürlich mega. Keine Frage, finde ich wirklich toll, dass Supercell das eingeführt hat. Das animiert auf jeden Fall die Clanstadt super verweigerungsewig Spieler, mal wieder ein bisschen mehr in der Clanstadt zu machen, damit sie ein bisschen mehr Medaillen bekommen, damit man sich das Ganze auch jede Woche leisten kann. So muss man es ja sagen. Wenn wir nämlich ausrechnen, 700 plus 600 sind 1300 plus 700 sind schon mal 2000, die hier da oben drauf nur für die Dinger ergehen. Und wenn du natürlich nur 4, 5, 6, 7, 800 holst pro Woche, kannst du dir das nicht jede Woche leisten. Was natürlich sehr schnell passiert, muss ich sagen, ist, dass man hier mal was mit Juwelen kauft. Gerade ich habe hier leider schon mit Juwelen gekauft, weil ich habe hier natürlich das gratis Glimmerz genommen und habe dann noch irgendwo, egal, hier gibt es das Sternerz, hier gibt es das Glimmerz und dann sehe ich erst, Thorsten, das kostet alles Juwelen. Okay, also ich habe mit dem einen oder anderen Account hier die Juwelen rausgekauft, beziehungsweise hier die Juwelen gekauft. Was ich sehr gut finde, man kann den Frostpfeil hier jetzt auch schon kaufen. Gar nicht so lange gedauert, also viele haben ja gedacht, oh, das dauert jetzt nochmal 19 Wochen nach dem Handschuh. Nee, hat gar nicht so lange gedauert. Finde ich sehr, sehr gut. Wenn man ihn, im Event passt, ist er ein bisschen günstiger. Ich glaube, da sind es so 1200. Die man dafür hätte ausgeben müssen oder sollen. Ich gebe jetzt halt 1500 dafür auf. Dafür bekomme ich ihn jetzt auch auf den meisten Chars, was ja auch nicht schlecht ist. Und die 1500 kann ich mir in jedem Fall mit ganz vielen Accounts leisten, denn ihr seht das, die waren hier noch nicht mal im Meister, die waren noch nicht mal im Champion. Ja, da gibt es natürlich noch reichlich Juwelen abzugreifen, deswegen tun mir die 1500 hier überhaupt nicht weh. Und ich muss gleich verstärken. Dann holen wir uns erstmal Verstärkung. Ja, das ist jetzt natürlich eine ganz andere Angriffstaktik, die ich hier habe. Habt ihr recht, ist kein Hybrid. Ist irgendwas mit Walküren und mit Erdbebenzauber und einem Felsenwerfer. Nee, Holzwerfer heißt er. Nicht Felsenwerfer, Holzwerfer heißt er. Holzwerfer, ne? Holzwerfer, Holzrolle. Irgendwie so heißt er. Aber ich kann jetzt auch den Pfeil hier verbessern, sehr schick. Den nehme ich auch hier rein und zwar für die Puppi. Nehme ich den für die Puppi hier und level den. Kann ich den noch ein, zwei Level wenigstens leveln, weil ich habe auch ganz viel ausgegeben für den Handschuh bei ganz vielen Chars. Weil Leute, das Zeug muss ja weg, ne? Das Zeug muss ja ganz klar weg. Den habe ich schon auf 15, den kriege ich nicht weiter. Und das Buch kriege ich im Moment auch nicht weiter. Den hier bekomme ich auch nicht weiter, also sind wir da so ein bisschen am Limit. Und dann würde ich aber trotzdem sagen, gehen wir rein. Jetzt ist natürlich die Überlegung, unten noch was holen oder eher tatsächlich den Gegenüber machen. Weil der Gegenüber wird bei mir auch ein 13er sein und der wird sicherlich Infernos haben, die ich nicht ganz wegbekomme.
Der wird schon Inferno 6 haben. Ich glaube, die 6er bekomme ich nicht ganz weg, glaube ich. Ich glaube, die 6er bekomme ich nicht ganz weg. Wir können es aber trotzdem mal probieren. Wenn ich sie ankratze, die Single hier, dann kratze ich sie halt nur an. Dann ist das halt so. Aber ich meine, ich kriege damit nur 5er Down. Ne? Ich meine, ich bekomme damit nur 5er Down. Muss auch früh die Bohrenzündung zünden. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, damit bekomme ich die nämlich nicht down. Da muss ich noch einen draufsetzen. Ja, da muss ich noch einen draufsetzen. Und das ist leider so, weil ich hier halt ein Elfer bin. Der hat den Blitz dann halt nur auf 9. Und damit nicht auf Full. Ich gehe über Ecke rein. Ich gehe mal über Ecke rein. Dann hat der Locklauncher einen schönen weiten Weg, hier die Mauer aufzumachen. Wir haben ein paar Bowler. 1, 2, 3 da, 1, 2, 3 da. Der müsste jetzt auch mal die Mauer da aufmachen. Macht er auch. Der Turm ist da weg. Der Turm auch. Und hier haben wir dann gleich unsere Wardenzündung. Die muss ziemlich früh kommen, Leute. Die muss ziemlich früh kommen wegen den Scattershots da. So, der Adler ist jetzt auch Geschichte. Das Nudelholz ist immer noch dabei. Das Nudelholz ist auf jeden Fall dabei. Da habe ich Walküren drin. Die könnten auch nach da zum Rathaus laufen. Das tun sie auch. Also auch hier ein Stern ist schon mal dabei. Allerdings wäre es natürlich schön, wenn wir noch einen zweiten holen würden. Queen ist noch am Start, 45%. Hier unten sind aber noch ein paar Prozente auf jeden Fall drin. Mein King wird jetzt allerdings gegrillt. Und meine Queen holt den zweiten Stern raus. Also auch mit dieser Kombi geht das irgendwie klar. Muss natürlich in einen Blitz setzen. Meine Queen wird jetzt auch weggegrillt vom Single. Der fällt halt nicht mehr. Hätte man unter Umständen vielleicht was anderes noch mit wegblitzen sollen anstelle des Versuchten, was ja nie gelingt. Infernos hier, vielleicht noch einen X-Bogen mitnehmen oder Flächenschaden, also Minenwerfer oder ein Magierturm. Ja, wäre gar nicht mal so schlecht. Aber guck mal, Leute, das werden sogar noch mal ein paar Prozente außenrum. Das ist kein schlechter Hit gewesen von mir. Also 11 auf 13. Boah. Und selbst über Ecke, das ist ja jetzt schon, ich sag mal so ein bisschen Clash of Clans für Dummies. Ja, einfach über Ecke rein und gut ist. Lock Launcher ein bisschen später gesetzt, dann rollt auf jeden Fall das der Kampfholzwerfer, so heißt der Kampfholzwerfer. Kampfholzwerfer. Dann rollt auf jeden Fall das Kampfholz super durch und ihr seht das 75%. Ich will jetzt nicht sagen easy peasy, aber nicht schlecht. Also habe mich noch mal ein bisschen gefreut, dass das heißt, das kitzelt noch mal so ein kleines bisschen meine Motivation nach oben in der Liga hier. Also nicht Augen zu und durch, sondern Haken dran und weitermachen in der nächsten Saison. Sieht das Ganze dann natürlich hier bei Tutus Bande genauso aus wie in der Vorsaison. Aber wir müssen hier einfach entweder mehr hohe Rathausstufen haben, 11, 12, 13, 14, 15, 16, oder aber wir müssen hier nur noch eine 15er spielen, dass unten wirklich die 9er und die 10er rausfallen, dann müssen die halt woanders spielen. Dann ist das halt so, teilweise haben die ja gar nicht mitgespielt bei uns, ne? Aber egal, wir werden hier voll durchgereicht, habt ihr eben schon gesehen. Und aber nichtsdestotrotz, denke ich mal, sind jetzt alle Beteiligten froh, dass dieser Ligatag oder diese Ligawoche auch ein bisschen erstmal sein Ende gefunden hat und wir fröhlich dann jetzt hier erstmal so ein bisschen runterkommen. Liga-Alltag, CBL-Alltag. Und dann sehen wir weiter, wie das in der Mai-Saison aussieht. Wenn euch die Folge ganz gut gefallen hat, auch ohne Kamera, nur mit Licht und Bild und dem iPad mal in die Mitte gemacht hier vom Overlay, dann lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Ich würde mich freuen, wenn wir immer noch gute Freunde sind. Meine lieben Clasher und Clasherinnen, andersrum Clasherinnen und Clasher und die anderen, die noch so dazwischen stehen. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Habt noch eine schöne Woche. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Toto. Clasht.